Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 hier bei Explorer LP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind in Velen. Noch gar nicht allzu lange. Und wir werden in der Folge mal wieder der Hauptquest weiterfolgen, Familienangelegenheiten. Und wir wollen mit dem Baron reden, beziehungsweise sollen. Neue Aufnahmesession ist, ich muss mich erst wieder an die Steuerung gewöhnen hier. Wir können mal eben schauen. Ich weiß nicht, ob wir hier schon waren. Wir müssen ganz schön weit. Wir schauen mal. Aber ich glaube, hier waren wir schon. Das war das, glaube ich, am Wasser, ne? Wo die neue Markierung war. Das ist nicht dein Tag. Was? Oh. Es ist ein Tag. Überall Kannibalen. Und? Umzingelt ihn! Jawohl! Verdammt! So, und der Kollege noch. Und dann sollte es bis auf einen das gewesen sein. Aber ganz schöne. Ganz schön viele Kannibalen in dem Gebiet hier. Okay, jetzt nicht mehr, ne? Jetzt haben wir ja aufgeräumt. Nein. Hast du schon die Hose voll? Jo. Weil ich heute Morgen noch nicht kacken war. Reißt euch zusammen, Jungs. Ach, das ist der Häuptling. Schlag da einfach gegen das Feuer. Geralt. So, jetzt haben wir aber hier... Das war Waffe einstecken, das war es nicht. War es nicht X? Nein, das war Plötze. X war Plötze. C. Aber Plötze kann trotzdem schon mal kommen. Um dann ein bisschen schneller voranzukommen. Pechdraht, was ist denn das? So, was haben wir denn hier? Irgendwelches Gefiesch. Und Loot. Ja, in den letzten Folgen haben wir echt Masse gehabt. So wie ich sehe, geht es in dieser Folge genauso weiter. Wir hatten, glaube ich, legendäres Schwert, wenn man dazu legendäri sagen darf. Es war orange. Und jetzt gab es eine blaue Brust, die wir auf jeden Fall anziehen werden. Ja. Sehr schön. Und wir haben einiges zu verkaufen. Nicht gerade wenig. Dann gucken wir mal den nächsten Punkt hier. Ich denke mal, da werden wir wieder vors Maul kriegen. Das ist irgendwie komisch aufgeteilt. Das eine Lager, da sind sie Level 3 und im nächsten sind sie Level 15. Da habe ich noch nicht ganz den Sinn dahinter verstanden. Neue Markierung, verlassene Städte. Siehste, pass mal auf jetzt. Autsch! Erstmal den Bogenschützen. Alter. Wir haben ihn! Wir haben ihn! Nein, mit deinem Schwert, Geralt, du Idiot! Lauf! Alter! Jetzt aber. Gut, Level 7 geht. Level 15 tut weh. Dem haben wir mal kurz eine Beine amputiert. Und der hat morgen keine Kopfschmerzen mehr. Was passiert hier? Achso, okay. Ah, nicht zu Dank, mein Freund. So, hier können wir benutzen. Schuhe, eine Strickleiter, noch eine Strickleiter.
Verdammt. Mal eben lunchen, hier ist noch eine Kiste. Okay, wir gucken weiter. Ferkel. So, dann schauen wir. Die haben wir schon gelootet. Das ist ein Floß. Der blutige Baron nicht so, weil er verrückt ist. Wo hat Josef das ganze Essen her? Hat sich der Leiter des Barons angeschlossen. Aber er ist schon groß. Fürchtet sich nicht vor anderen. Was? Oh, nice. Machen wir später. Ich will erstmal looten. Dann. Ich will erstmal looten. So, ja, das war's. Hier haben wir noch ein paar Leichen. Da ist noch eine Kiste. Ein Apfel. Aber das hast du mich doch schon gefragt. Stimmt es, dass die Frauen hier im Norden nur einmal alle 3 Monate baden? Ja. Es lohnt sich hier. Was? Da war noch was. Eine Muschel. Gute Mutter. Da liegen noch Leichen. Quasi hier. Barbaren. Ein Vampir hat noch eine Frau getötet. Aber das hast du mich doch schon gefragt. Da liegt nur eine und dann können wir beim Kaufmann mal eben ein bisschen gucken, was der hier. Was? Was? Zeig mir deine Waren. Zeigst du mir, was du im Angebot hast? So, wahrscheinlich hat er denn zerriebene Perlen. Schwarzer Perlenstaub, Bernstein, Amnestie, Silber, Saphirstaub, Rubinstaub, Smaragdstaub, Diamantstaub, was bist du? Blei und reines Silber. Was er nicht hat, ist der Peter. Was kann man denn bei dir verkaufen? Verkaufen. Kann alles weg. Machen ihn jetzt quasi pleite. Soweit wie es geht. Mein Gott, wie viele Knüppel wir haben. War mal fleißig in den letzten Folgen. Kann man mal eben alles nochmal neu schnell sortieren. Aber wir kriegen nicht alles quitt bei ihm. Ist aber nicht schlimm. Wir werden bestimmt noch dem einen oder anderen Händler begegnen. Was kriegen wir denn noch für 5 Goldquid hier? Das will er nicht. Gut, prima. Der Rubel rollt. Und bis dann, mein Freund. Bis dann. Okay, dann schauen wir mal, ob wir jetzt unterwegs. Wir kommen da nie an. Ich bin dafür, dass wir jetzt this one mitnehmen. Eventuell nochmal schauen, ob wir Verkauf reparieren können und dann porten wir uns denn, weil sonst werden wir in der Folge wieder nicht die Hauptquest. Was? Wieder nicht die Quest schaffen. Hey! Üha! So, Plätze, dann gib mal Gummi hier. Ah, ist das schön hier. Was sind hier für Freunde? Wölfes. Ja. Nee, lass uns jetzt erstmal nicht ablenken. Stopp! Mal eben bitte abmounten. Können wir hier reparieren? Herr Schmied?
Du kannst nicht sicher ohne eine Gabrielle sein. Ja, ich weiß. Mit der einhändigen, mit automatischer Kurbel versehenden Gabrielle hast du immer den ersten Schuss und das letzte Wort. Ich... Zeig mir, was du hast. Lass mich einen Blick auf deine Ware werfen. Ich glaube, bei dem können wir nicht mehr verkaufen. Doch, wir können verkaufen. Nice. Weg damit. Das können wir alles nicht verkaufen. Das wollen wir nicht verkaufen. Das können wir aber alles verkaufen. Oh, er ist auch schon wieder pleite. Okay. Handwerk. Reparieren. Verwendete Ausrüstung reparieren. Bitte. Das ist natürlich arschteuer, ne? Aber jetzt müsste er doch wieder Geld haben, ne? Siehste? Eben schnell sortieren. Hier haben wir noch... Hübsch, hübsch, hübsch. Siehste, so kann's gehen. Wie gewonnen, so zerronnen, mein Freund. Gewinnt wollen wir nicht spielen, das hab ich einfach nicht drauf. So, der Port Gedöns müsste hier sein, ne? Irgendwo. Da ist er. Schnell reisen. Und wir wollen... Da haben wir noch eine Quest. Reisen wir nach Krenfels und nehmen die Quest noch an. Ein Blitzeinschlag? Was? Wo ist die Quest? Hier ist die Quest. Laufen wir da hin? Laufen wir da hin. Zieh die Waffe! Onwit vom Sümpfle. Was ist los? Zum Zweikampf. Ich fordere dich heraus. Du ziehst einen kürzeren. Sind dir vielleicht die Stiefel zu groß? Vorsicht, nicht stolpern. Halt, sag ich. Ich bin Ronwit vom Sümpfle. Gebunden durch einen heiligen Eid. Oh, das ist hart. Mein Beileid. Der Jungfer Heidelbeer Ehre zu erweisen, der schönsten aller mir bekannten Jungfern, indem ich 100 Ritter im Duell besiege. Nun aber spornstreichs gezogen. Nach dir kommen noch 99 weitere. Ja, wollen wir ihm die Leviten lesen oder ja, fragen wir nochmal erst ganz dumm. Warum forderst du mich heraus? Ich kann mich nicht erinnern, die Jungfer Heidelbeer beleidigt zu haben. Nun also, dann schwöre, dass die Jungfer Heidelbeer die schönste von allen ist. Ich schwöre. Ich hab sie doch noch nie gesehen. Ach, Geralt, schwör doch einfach. Aha! Diese Verachtung kann nur mit deinem Blut abgewaschen werden, Unhold. Auf zum Zweikampf! Schon gut. Ich ergebe mich. Ja, das ging auf jetzt. Reicht's jetzt? Ja, das Glück war dir treu. Aber nächstes Mal... Nächstes Mal bringe ich dich um. Fordere mich nochmal heraus. Heb die Hand, zieh das Schwert, sieh mich schief an und ich töte dich. Bist du da so sicher? Ja. Abwarten. Okay. Dann schauen wir uns erst hier um, pflücken noch ein paar Kräuterlis. Waren wir hier schon drin? Beziehungsweise kommen wir hier rein? Geralt. Geralt. Ach, jetzt weiß ich, was er meinte mit dem Blitzschlag. Bei ihm brennt's. Ist uns aber egal. Wir schauen uns mal eben die Hütten hier an, weil ich auch nicht mehr genau weiß, ob wir schon hier waren. Wenn wir denn hineinkommen. Abgeschlossen. Und hier ist... Auf. Zwei Hütten abgeschlossen, eine ist auf. Okay, wir scheinen noch nicht hier gewesen zu sein. Ups. Da ist auch noch eine Hütte.
ist hier los? Muss man es hier durchboxen? Nimmst. Irgendwie will er halt nicht. Wollen wir da nicht rein? Will das Spiel uns nicht reinlassen? Oder gibt es da irgendwie noch einen Hintereingang? Beziehungsweise eine zweite Tür. Wie diese? Ist das eine Tür? Ja, das ist keine Tür. Da liegt irgendwas auf dem Boden. Okay, warum reingehen und looten, wenn man draußen looten kann? Das ist natürlich dann auch eine Option. Was ist das? Na vorhin, die Tür kriegen wir auf. Komisch, komisch. Okay, dann nehmen wir uns. Plups, was war das? Wieso brennst du? Na gut, wir werden es bestimmt gleich erfahren. Latsch mal zurück. Und schauen, was los ist. Das Video läuft ja nicht mehr. Ja. Ja. Baron, Schmaron, wenn ich eine Bäuerin ficken will, mache ich das. Verbote sind mir Schnuppe. Alter. Also mich wundert, dass YouTube meine meine Videos werbetechnisch noch nicht gesperrt hat. Muss man eigentlich mal reporten, ey. Bei den ganzen Kommentaren hier und den blutigen Szenen. Naja, gut. Ich würde sagen, wir machen hier einen Cut und dann machen wir in der nächsten Folge dann die Quest Familienangelegenheit. Diesmal machen wir sie definitiv, weil wir stehen kurz davor. Ich werde bestimmt jetzt nicht umdrehen und irgendwelche Kräuter pflücken, obwohl wer mich kennt, der weiß, das kann passieren. Nein, Quatsch. Ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst und sage Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.